Sie greifen begeistert in die Saiten, hauen in die Tasten, legen sich voll ins Zeug. Die jungen Musiker aus der Umgebung von Vorau. Denn einmal im Monat heißt es in der Stiftstaverne Open Stage für die Jam Session. Wirt Rudi Klein macht's möglich. Was vor mehr als ein Jahr war mal Schlagzeile hier in den Vorauer Nachrichten, dass es es war eher negativ. Es gab eine Menge Anzeigen wegen Alkoholmissbrauch und die Jugendlichen haben sich halt furchtbar aufgeführt, wie man sagt. Und das hat mich eigentlich dazu animiert, ein bisschen nachzudenken, weil man gedacht habe, ich habe so viele talentierte junge Leute kennengelernt, so viele Leute mit Charisma und wirklich guten Anlagen und Talenten. Und immer hört man nur gerade in der Presse und in den Medien das Schlechte. Und man dachte, na, da tue ich jetzt was dafür. Und über das Thema Musik, das ich selber sehr gern auch praktiziere, hat sie dann die Chance ergeben, dass wir gesagt haben, wir werden versuchen, einmal im Monat eine Plattform für junge, talentierte oder weniger talentierte, ganz egal, Menschen zu bilden, die sie gerne einmal der Öffentlichkeit zeigen und die Hürde überspringen wollen. Seit 3 Monaten sind sie ein musikalisches Team, das RMD-Trio. Michael ist der Sänger in dieser Gruppe. Was es für ihn heißt, hier die Möglichkeit zum Auftreten zu haben. Ja, wir sind froh über jede Gelegenheit aufzutreten. Und Rudi, der Inhaber von der Stiftstaverne, der unterstützt uns da wahnsinnig. Der stellt uns da eigentlich einen Ort zur Verfügung, wo wir auftreten können, wo wir in Kontakt kommen können mit den Leuten. Das ist schon eine sehr große Hilfe. Also wir sind wirklich dankbar für das, dass wir dort spielen können. Und es muss auch nicht perfekt sein. Natürlich möchten wir das auf einem gewissen Niveau zusammenbringen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt perfekt sein wollen, sondern es sollte eigentlich eine gute Unterhaltung sein. Und wir haben da eigentlich vor, dass wir so eine Szene aufbauen, wo sich die Musiker kennenlernen. Eine ganz besondere Stimme, die erst 17-jährige Katharina Milchram aus Wenigzell, und sie schreibt auch eigene Songs. Wann ihr die Ideen zufliegen? Viel zu selten. Und ganz unterschiedlich. Also wenn ich im Bus fahre, ich fahre sehr lang Bus jeden Tag. Und ganz unterschiedlich eigentlich. In jeder Situation. Es sind dann immer so Wortfetzen, die was an einfallen und die was man dann irgendwo aufschreibt und dann irgendwann macht man es dann zusammen und dann vielleicht kommt was Cooles raus. Und dann kommt ein echter Profi ins Gebiet, der australische Superstar Sim Martin. Er hat den Tavernenwirt auf einer griechischen Insel im Urlaub kennengelernt. Seither kommt er immer nach Vorau, um hier zu spielen und die jungen Musiker zu fördern. Ich mache gerade eine Konzertpause. Bei uns in Australien ist ja gerade Winter, da gibt es nicht so viele Auftritte. So habe ich Zeit, meine Freunde in Österreich zu besuchen und meine Gitarre habe ich natürlich zum Spaß immer mit dabei.
Zeig ihm eine kleine Gitarre. Heard the singer singing, how would you cheer for more? Turn around, keep falling, confused, trying to keep warm. Sorry for the words. Still ringing, pouring, round about my ears. Still I wonder, yes I wonder, who's stop the rain. Sounds just like a lie. Straight up and stay that face number five. Who damn well don't know your tapas. What's the use? What's the use? What's the use to jive? Ain't no use any, use any, use any, use any, use any, use Session für die jungen Musiker in der Stiftstaverne Furau ist meist am Anfang des Monats und absolut hörenswert.